wobei wir viele Sachen machen können. Also in erster Linie Stimmtechniken, weil unser Bauch hängt an dem Drill dran und unsere Zunge. Wir haben aber die Stimmtechniken, die quasi in dieses Drill ist also sehr wenig aktive Stimme. Man kann die Stimme also aktiv da rein tun, wahlweise mit verschiedenen Obertönen. Das dann halt sowas. Das ist halt die Stimmveränderung auf dem Drill, wo wir das dann halt hochziehen können mit der Stimme. Und da stellt ihr euch halt so ein bisschen halt eine Melodie vor. Na, hier in dem Fall habe ich dann einfach hier das O, ne, Do als Stimmton oben drüber. Und dann gehe ich weiter in das E, Do, G. Na, und dann kommt das I mit dem M zusammen. Do, G, Mi. Und dann nochmal ein O mit dem R zusammen. Ro. Do, G, Mi, Ro. Na, so kriegt er also dann halt eine Melodieführung auf dem Drill hin. Na, zum Beispiel, und das kann man dann so auch halt ein bisschen perfektionieren. Andere Sache ist die Kombination mit dem Tutor. Ja, das wäre dann halt, es gibt da mehrere Sachen. Erstmal mit